Hallo und herzlich willkommen. Wir melden uns heute Abend aus dem Eisstadion Krimitschau. Neben mir ist der Christian Bassist von Blick Blitz. Ein großartiger Abend, viele Leute hier, schönes Wetter. Da freuen wir uns auf ein großartiges Spiel. Ja, grüß dich Thomas. Ich denke, es wird heute Abend ein wunderbarer Abend und wir freuen uns auf ein großartiges Spiel vor vielen Leuten. Ja. Das wird sehr geil. War jetzt dein Eindruck, als du hier angekommen bist, hier im Stadion zu spielen? So viele Stadion-Gigs haben wir noch nicht gehabt in unserer Karriere. Da ist doch noch was Besonderes. Es ist sogar eine Premiere, glaube ich. Es ist das erste Blick Blitz Stadionkonzert überhaupt. Ja. Und darauf sind wir sehr stolz. Ja. Das ist geil. Da wollten wir immer hin, früher. Ja, und jetzt sind wir da. Ja, Christian, heute Abend super Bands. Eisbecher kennen wir jetzt schon, haben wir schon öfter gegen die gespielt. Das ist eine tolle Truppe, die uns eigentlich immer auch die Show gestohlen hat. Ja gut, ich glaube, da kann man unterschiedlicher Ansicht sein. Aber im Großen und Ganzen ja. Ja, ich kann das ja nicht beurteilen, ich habe uns ja nie selber gesehen. Ja, das ist für uns ist das natürlich schwierig. Aber gell? Die Fans sind insgesamt, glaube ich, noch mal begeisterter von Eisbecher. Aber ich denke, es geht aufwärts mit uns. Wir haben es vorhin schon gesehen, wir haben gegen die Jungs Tischtennis gespielt. Und ich darf sagen, also die hatten keine Chance. Ja, solange ich nicht gespielt habe, schon, ja. Und deswegen wird das auch heute Abend auf der Bühne eine geile Sache. Heute Abend kriegt jedes Bandmitglied von Blick Blitz zwei eigene Duschköpfe. 6 an der Zahl sind hier und nach dem Duschen gehen wir dann wieder raus in unser Backstage-Bereich. Der sieht ein bisschen aus ja, wie eine Umkleidekabine, ist wahrscheinlich auch eine, von den Eispiraten Krimitschau. Hier sind die Überbleibsel, so Schoner, Bauer, tolle Firma. Und die andere Band, Merzfeld, wird wahrscheinlich dann hier hausen, auf der Seite, wir sind auf der anderen Seite. Und es gibt hier Wasser, Pilz, Apfelsaft und Wein. Und wir haben uns auch hier schon 2 Flaschen Wein gesichert für die Party nach dem Konzert. Von unserem Backstage-Raum geht es dann raus auf die Bühne vorbei am Eisbecher-Backstage-Raum, wenn man vielleicht kurz rein pieken kann. Die haben sogar Couchen drin, wir natürlich nicht. Wir haben die normalen Umkleidekabinen vorbei an einem Eisschrank. Und was ist da drin? Eis. Warum nicht? In der Eishalle, gell? Und jetzt geht's raus auf die Bühne. Hier ist alles mit Gummi ausgelegt, weil natürlich die Schlittschuhfahrer von den Eispiraten Krimitschau hier immer gehen müssen mit ihren scharfen Kanten. Und jetzt sind wir schon im Stadionbereich. Auf der Eisfläche, die jetzt betoniert ist. Vorbei an Hightech. Und dann hören wir wahrscheinlich schon die Fans schreien, Black blitzen, dann laufe ich da raus und dann sage ich, hallo Krimitschau, sind schon ein paar da, genau. Riesige Halle, wir mitten drin, super Sache. Wir kommen jetzt in den Catering-Bereich und wie das halt immer so ist bei Eisbecher, die haben sich mal wieder nicht lumpen lassen. Ich habe selber schon gegessen und ich kann sagen, es war super gut heute. Da haben wir hier überbackenen Fisch, Schnitzel, Gemüse, Kartoffeln, Gulasch, Nudeln und Melonen. Sehr schön heute. Außerdem stehen wir hier im VIP-Bereich des örtlichen Eissportvereins. Und das sieht man auch gleich. Man hat nämlich einen super Blick raus ins Stadion, hier hinter die Bühne. Also hier kann man sich gut gehen lassen. Ja, die Merzfeld, die sind auch die gleichen Bandmitglieder wie von der berühmten Rammstein-Coverband Stahlzeit. Kommt auch von Kohle rein, dass man sich einen Bandbus leisten kann. Wäre das auch für uns eine Option, irgendwas zu machen, wo man was verdient dabei? Das probieren wir ja schon die ganze Zeit. Okay. Und wie läuft's? Oh ja, du. Obwohl, wir haben ja auch einen eigenen Bandbus heute am Start. Das richtig. Muss man ja mal sagen. Und an dieser Stelle muss man vielen Dank an die Stadt München richten, weil die ja das Feuerwerk den zu günstigen Konditionen uns zur Verfügung stellt. Und die machen das möglich durch unsere Steuergelder. So ist es. Also wir haben den eigentlich schon doppelt bezahlt.
Ha 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 ha!